Herzlich willkommen im Flugfisch zum zigtausendsten Rhythmus-Tutorial. Dieses Mal möchte ich noch einen draufsetzen und einen ganz klassischen, authentischen Rhythmus üben. Auch wieder in derselben Methode mit Klatschen und Laufen und so weiter, damit es sich so richtig einprägt. Und der Rhythmus, den ich üben möchte, der klingt so. Ich mach's mal kurz vor. Und so weiter. Das ist ein traditioneller Rhythmus aus Kuba, Cascara. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Spanisch ausgesprochen wird. Aber ich weiß, dass man den Rhythmus immer wieder hört, wenn man so ein bisschen in diese afrokubanischen Grooves sich reinhört. Und ich habe den auch mal aufgemalt, damit man auch so ein bisschen intellektuell verstehen kann, wo die Klatscher eigentlich hinkommen sollen. Hier oben steht es wieder wie immer in Musikschrift. Wer das lesen kann, ist klar ein Vorteil. Dum, dum, ding, da, dum, ding, dum, da, dum, dum, ding und so weiter. Aber für alle, die nicht Noten lesen können, hoffentlich verständlich hier unten als kleines Gemälde. Und zwar habe ich hier wieder meine Subdivisions aufgeschrieben. Wir haben also einen Viervierteltakt mit einem Achtel Raster, 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter. Die dicken blauen Klopse sind der Beat und die kleinen blauen Härchen sind die Offbeats, die wir hier haben. Und dann habe ich immer orange markiert, wo der Rhythmus auf dieses Raster drauf fällt. Das heißt, wir haben hier 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Okay, wir sind also jetzt schon viel komplexer als noch beim letzten Tutorial, wo das so schön sortiert war mit einem Takt Beats und einem Takt Offbeats. Hier geht es ziemlich drunter und drüber und das ist gerade das Schöne an diesen kubanischen Rhythmen, dass sie was Rollendes haben. Also, wollen wir es mal üben. Wir schauen uns vielleicht erstmal nur den ersten Takt an, ganz langsam. Okay? Ich laufe wieder den Beat, mache mir den rechten Fuß nach vorne auf der 1 und habe die Unterteilung 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und so weiter. Im ersten Takt habe ich die folgenden Klatschen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Okay? Nochmal. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Am Anfang also ganz einfach, genau auf die 1 und die 2. Und dann wird es ein bisschen aufregender, weil auf die 4 ist eine Pause. 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Es ist gut wirklich zu spüren, wie der Step mit dem linken Fuß, die 4, wie der eben frei ist und da die Klatscher nicht in die Nähe kommen. Hier. 1 und 2 und 3. 4 und 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Okay? Jetzt geht's weiter. Im zweiten Takt wird es noch aufregender. Wir haben da 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und im zweiten Takt 3, 4, 1 und 2 und 3. 2 und 3 und 4 und. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei und vier.
Nochmal. One, two, three, four. Eins und zwei und drei. Und vier und eins und zwei und drei. Und vier und eins. One, two, three, four. Boom, 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 boom. Bis zum Schluss. Der Rhythmus ist ziemlich verwirrend. Es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt nur den Rhythmus hört, ohne die Schritte. Es ist ziemlich elastisch. Es ist gar nicht so einfach zu hören, wo da eigentlich der Beat ist. Wir müssen uns so aufbauen, dann verstehen wir es hoffentlich ganz gut. Aber wir haben es jetzt schon mit einem anderen Kaliber zu tun als in den vorigen Übungen. Und es ist gut, wenn ihr euch da ganz viel Zeit nehmt, es langsam zu üben. Und dann würde ich es gut zu können. Und euch nicht frustrieren zu lassen, dieses Video ist natürlich schneller, als ich es selber üben könnte, wenn ich es noch nicht kenne. Ich brauche selber viel länger, um es zu lernen, als ich es jetzt hier im Video darstelle, weil das einfach die Natur des Tutorials ist. Natürlich können wir diesen Loop auch als Kreis spielen, dass es immer weitergeht. Und das klingt dann so. One, two, one, two, three, four. So, one, two, three, four. Und so weiter. Und jetzt natürlich geht eigentlich der Spaß erst richtig los. Anstatt jetzt immer jeden Beat zu laufen, laufen wir dann nur auf die 1 und auf die 3, wie wir es schon kennen. Und danach laufen wir gar nicht mehr und dann fangen wir wieder an. Vielleicht jedes Mal zweimal, also zweimal den Rhythmus klatschen, einmal auf alle Viertel laufen, dann nur auf die 1 und die 3 laufen, dann gar nicht laufen und dann geht es von vorne los. Okay? Ich zähle erstmal ein oder ich höre erstmal das Tempo. One, two, one, two, three, four. Jetzt kommt der Rhythmus in die Füße. Einfach nur mit Stamps. Könnt ihr auch irgendwie anders machen natürlich, aber um es technisch einfach zu halten und mich auf den Rhythmus zu konzentrieren, mache ich es mal nur gelaufen. Und das mache ich jetzt mal mit einem Klick, weil mir das zu schwierig ist, direkt die Viertelnoten zu klatschen und dazu den Rhythmus zu machen, obwohl das natürlich eine super Übung ist. Aber ich erspare mir erstmal den Stress und mache es jetzt vielleicht mal hier in so einem bisschen bequemen Tempo. Moment. Erstmal ein Klick. One, two, one, two, three, four.
da mit diesem Metronom. Und vielleicht zum Schluss mache ich es jetzt nochmal auf einen kubanischen Rhythmus, zu dem man dieses Pattern tatsächlich spielen würde oder tanzen würde. Und es ist etwas schneller. Und vielleicht können wir es zuerst klatschen, um es mal so wiederzuerkennen und dann tanzen. Dann haben wir den originalen Zusammenhang. Bis zum nächsten Mal.